Das Rasenrama-Zimmer geht weiter. Timos Projekt geht in die zweite Runde. So, und dann schauen wir uns mal an, was hier in der Zwischenzeit passiert ist. Hier stand das Trampolin auf Betonplatten. Ich weiß gar nicht, was er da reingekippt hat. Da hat er also aufgefüllt. Hier hat er die Quäker ausgestochen und auch mit ein bisschen Sand befüllt. Rasensamen drauf. Hier wächst schon ordentlich was. Genauso übrigens hier. Na, da kann man deutlich erkennen, dass der neue junge Rasen ziemlich grün ist, schön hellgrün ist. Wo der Pool stand, haben wir noch nichts gemacht. Hier war ja ein riesengroßes Quäkefeld. Ausgestochen, komplett ausgestochen. Blumenerde drauf, Rasensamen rein. Und die sind auch ziemlich gut angegangen. Jetzt in einer Woche, anderthalb Wochen irgendwie so. So, bist du fertig? Sehr schön. Das Trampolin müssen wir noch wegnehmen, ne? Ja, das packe ich auf die Garage. Und das Federballnetz kommt noch weg. Was machst du da? Oh, ich habe am falschen Ende gezogen. Moment. So, im zweiten Teil geht es jetzt heute darum, hier zu vertikutieren und den Rasen darauf vorzubereiten, morgen ja, nachgesät zu werden und Sand zu bekommen. Im ersten Teil haben wir hier Unkraut identifiziert und haben bemerkt, Schaf gab es hier und was haben wir identifiziert? Quäke. Was hast du in der Zeit jetzt gemacht? Pass auf, noch meinen ersten Rasen-Unkraut-Exkurs, den ich von dir bekommen habe, habe ich ja dann erkannt, dass das ganze Grün auf meinem Rasen eigentlich gar nicht alles Rasen ist, sondern halt Quäke, Schafgarbe, Gundermann, Löwenzahn, Klee. Oh, das also wusste ich noch nicht mal, Gundermann. Super perfekt jetzt, ne? Wenn einer da mal eine Info braucht. Ich habe jetzt echt gutes Background-Wissen und das habe ich dann wirklich akribisch in 3 Tagen Feinstarbeit mit den Fingern so rausgezupft, kreuz und quer, diagonal und wieder zurück. Und die braune Tonne ist halb voll geworden, nur von Rasenunkraut. Das ist wahnsinnig viel gewesen. Ja. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Und wenn man mal genau hinguckt, so, also das mal ganz detailliert unter die Lupe nimmt, siehst du ja alles. Das hat mich erschrocken. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Unkraut drin ist. Jetzt ist das Unkraut frei. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich habe die Flächen, wo die Platten gelegen haben, habe ich Platten weg, Erde drauf, bisschen Sand drauf. Ja. Womit hast du hier das Unkraut bekämpft? Wie bist du gegen die Quäke vorgegangen? Unkraut bekämpft, A, ne? Rausgezupft? Ja, rausgezupft. B, die Schafgarbe kann man nicht zupfen, das ist einfach viel zu viel. Ja. Ich hatte ja 5 Felder, 4, 5 Quadratmeter. Das waren ja, das war ja noch mehr, das waren bestimmt 10 Quadratmeter. Barnwell Quattro heißt das Zeug, ist ja der Nachfolger von Barnwell M. Okay. Ne, das habe ich benutzt. Hat übrigens jemand eben in die Kommentare geschrieben, und also danke dafür. Danke dafür, ich habe das aber täglich raufgespült, weil es war die Tage echt heiß. Und ich habe gesehen, so richtig zieht es noch nicht gleich durch. Ich muss da öfter ran. Ja. Ne, man trifft ja auch nicht alles gleich beim ersten Mal, deswegen regelmäßig drauf. Schön Benzin läuft aus. Thema. So, wir sind fertig mit dem Mähvorgang. Tiefste Einstellung. Ich weiß nicht, wie viel es ist. 35 mm vielleicht. Das wirkt ziemlich hoch. Jetzt vertikutieren wir. Wir vertikutieren, um den Filz wegzukriegen und um Flitze in den Boden zu bekommen. Vorbereitend auf das Nachsehen und Sanden morgen. Und ist der Boden hier überhaupt verfilzt? Wir schauen uns das gerade nochmal an. Im ersten Schritt werden wir erstmal den Filz oben abkratzen. Das heißt, auf einer sehr hohen Stufe vertikutieren und schalten dann nochmal mehrere Stufen runter, um wirklich tiefe Fugen zu vertikutieren. Jetzt sehen wir mal genau das, was wir loswerden wollen, und zwar die Filzschicht. Also wir haben hier abgestorbene Grashalme, die vertrocknet sind. Und diese bilden jetzt hier oben eine sogenannte Filzschicht. Die jetzt mal nehme, sehe ich das hier genau, den ganzen Filz. Und der muss runter von der Grasnarbe, so dass wir hier wirklich wieder Mutterboden haben, Erde haben. Na, wo bist du? Da. Erde haben, damit das Wasser hier auch wieder tief eindringen kann. So, Stufe 3. So, das ist jetzt wirklich viel, was da runterkommt. Und wir sehen immer noch, er geht ein bisschen in die Grasnarbe rein. Siehst du das hier? Ja. Na, also einen kleinen Schlitz macht er.
auch genauso hier. Also er reißt schon wirklich den Filz hier runter und du siehst ja, es ist wirklich eine Menge, was hier von runterkommt. Ne? So, damit es jetzt ein bisschen schneller geht, machen wir es so. Ich werde die Kutiere und Timo fährt gleich mit dem Rasenmäher hinterher und sammelt all das Ganze auf, was hier hinten rausgeschmissen wird und das ist verdammt viel. Pieskow erklärte, da müsst der Nachbar mal wieder durch. What's up, Doc? Hast du schon mal ein Brötchen mit Gurke gegessen? Ja. Hä? Gesehen habe ich das schon tausendmal. Mhm. Mit der Taschenlampe, die habe ich auf den Tisch gelegt. Mhm. Schmeckt doch scheiße. Alright. Guten Morgen zusammen zu Runde 2. Zweite Runde in Timos Rasenprojekt. Okay. Wir haben hier gestern schon mal vorbereitende Maßnahmen getroffen. Mir ging es nicht so wirklich gut. Ich habe mich vorgestern noch mal schön mit dem Skateboard hingelegt, auf den Kopf geknallt. Nicht der Sturz hier, auch nicht der, sondern schön im Dunkeln auf den Hinterkopf. Und dann ging es mir gestern nicht so wirklich gut. Halbgas gemacht, früher abgebrochen. Er musste weitermachen. Wir haben hier gestern vertikutiert, um den ganzen Filz runterzunehmen und auch wirklich ein bisschen Platz zu schaffen für den Rasensamen, den wir jetzt heute auftragen werden. Und den anschließenden Sand dann drauf geben werden. Wir geben den Sand da drauf. Du hast mich auch gefragt, warum sanden wir? Wir nehmen einmal den Sand, damit der natürlich nicht vom Wind weggeweht wird, der Rasensamen. Genau, und ja, ist schon richtig. Rasen ist eigentlich ein Lichtkeimer, aber auch durch den Sand kommt ein wenig Licht durch und der Rasensamen wird auch unter dem Sand keimen können. Wir haben hier gestern nochmal abgemäht nach dem Vertikutieren. Allerdings, Timos Mäher mäht auf 35 bis 40 mm in der niedrigsten Stufe. Das ist ziemlich hoch. Plus, wir haben den gestern nochmal geschrottet. Ja, da kannst du doch nicht rüberfahren. Nein, andere Richtung, da ist Benzin. Verbogen, die Moment, jetzt. Heute habe ich meinen Mäher nochmal dabei, den Elektromäher, der geht runter auf 20 mm, damit wir hier einen Regenerationsschnitt erzeugen können. Bedeutet also, wir gehen wirklich sehr, sehr tief, ungewohnt tief für den Rasen, sodass wirklich die starken Rasenhalme hier oder die starken Rasenpflanzen überleben und die, die es nicht vertragen, die überleben es halt nicht. Aber das ist nicht schlimm, wir sehen ja nach. Du hast gestern Abend hier noch vertikutiert. Weiter und ich habe fertig vertikutiert, kreuz und quer, noch mal gemäht, abgemäht, zusammengehakt, dass alles hier heute bereit ist für das, was wir vorhaben. Jawohl. Okay, gut, Verstärkung kommt gleich, ist auf dem Weg, bevor die Verstärkung hier aber eintrifft. Wie gesagt, noch mal runtermähen auf 20 mm und dann schon mal den Rasensamen verteilen. Du hast Sand bestellt, wie viel? 4 Tonnen. Timo hat jetzt 4 Tonnen bestellt, sieht sehr wenig aus, aber zur Not können wir noch mal Sand nachbestellen die nächsten Tage. Wichtig ist, dass wir jetzt wirklich erstmal die ganz großen Unebenheiten dem Sand füllen. Wir haben 4 Tonnen für 350 Quadratmeter und ihr werdet ja nachher sehen, ob das reicht oder ob es zu wenig war. Genau, jetzt geht's aber los. Wolfgartmäher auf 20 mm runtergestellt. Willst du anfangen? Sicher. Na los. Gib alles.
Okay, die Jungs füllen jetzt noch die Löcher. Ich schnapp mir jetzt den Streuwagen und werde schon mal den Rasensamen hier verteilen. Ist ein bisschen windig, ich hoffe, der fliegt nicht weg, aber das Gras ist eigentlich relativ hoch und wir haben auch genug Lücken dazwischen. Also ich glaube, dass der Rasensamen sich da gut etablieren wird. Es ist übrigens wieder 29 Grad, ne? Aber der Wind kühlt ein bisschen runter, das ist ganz gut. So, Timo hat Rasensamen bestellt. Er wollte unbedingt einen Sport- und Spielrasen haben, weil er sagt, hier drauf wird viel getobt. Und so eine Sport- und Spielrasen-Saatmischung besteht auch aus den drei wichtigsten Rasensamenarten, und zwar einmal Lolium perenne, also das Weidegras, dann der Poa pratensis, der Wiesenrispe, und der Festuca rubra, auch Rotschwinge genannt. Er hat jetzt beim Aufschneiden des Kartons mit dem Cuttermesser schon ordentlich hier reingehauen in den Sack, aber ist nicht weiterhin schlimm. Dadurch, dass wir drei verschiedene Rasensorten oder Rasenarten da drin haben, haben wir auch eine unterschiedliche Größe von den Rasensamen. Das heißt, also im Transport, wenn die im LKW transportiert werden, das ruckelt, setzen sich die größeren Rasensamen natürlich am Boden ab. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt einmal durchmengen. Ich habe dafür einen Maurerkübel genommen. Da kommen die Rasensamen jetzt rein, werden einmal durchgemengt, dann kommen sie in den Streuwagen und werden auf dem Rasen verteilt. Alles verteilen, sind wir ewig im Gange. Das heißt, wir nehmen jetzt eine Schaufel, gehen mit der Schaufel so rein in den Sand und werfen ihn quasi, streuen ihn damit einmal rüber. Das heißt, also, wir haben von Anfang an eine größere Fläche und können das dann mit dem Rake besser verteilen. Also Schaufel in die Hand nehmen, nach hinten ausholen und während man nach vorne kippt, drehen, sodass der Sand in die Richtung fliegt. So, jetzt zeige ich euch doch mal, wie das richtig geht. Es wird. Mensch, hast du noch mal Liegestütze gemacht gerade? Die Messer dich nach vorne treiben. Ach, scheiß drauf, Fabio. Wir sind Experten, ne? Noch nicht mal eine halbe Wange Beet, Rasen mehr am Arsch. Gesundheit! Das heißt, im ersten Schnitt, wenn wir jetzt einen Haufen machen. Uns fehlt das Drehbuch. Und ey, Paco, hast du da gerade hingepinkelt? Schämst du dich nicht? Ich hatte berechnet 14 Tonnen. Ja, und damit wir hier keinen Samenrauch durch Vögel haben. Ihr sitzt da nur in der Sonne und weißt, ruht sich auf. Ihr Ferkel, sieht man eigentlich, was die Tauben da oben machen?